Es ist der Pokal vor dem Pokal für den TSV 1860 München. Am kommenden Sonntag gibt es hohen Besuch aus dem Norden. In der ersten DFB-Pokalrunde trifft man auf Holstein Kiel. Im bayerischen Pendant soll sich heute die zweite Garde gegen Bezirksligist SV Dornach für Höheres in der dritten Liga anbieten. Und zu diesen Kandidaten gehört auch Markus Zierreis. Der stand nach langer Regionalligasaison zuletzt nicht mal im Drittligakader. Hier meldet er mit diesem Kopfball die ersten Ambitionen an. Seine 60er in den dunklen Trikots, von Beginn an spieldominant. Das ist wieder Zierreis und wieder fehlen nur wenige Zentimeter. Und in der Folge schnürt der TSV die Schlinge enger und enger. Das ist die tolle Ablage und da ist Zierreis zur Stelle mit dem 1:0. Arbeitet weiter an seinem Comeback, denn er kam in Spielzeit 17-18 ja auf starke 21 Tore und 13 Vorlagen. Und gleich der nächste Angriff. Die Löwen packen jetzt ihre Beute. Zierreis, der Ball kommt vor seinen Fuß und da steht es auf einmal 2:0 für 1860. München. Zierreis mit seinem zweiten Tor des Tages bekommt ihn hier wunderbar aufgelegt. Nur eine Minute später, Zierreis eröffnet diesen Ball, er kommt auf die rechte Seite, aber diesmal steht er beim Kopfballtor von Efkan Bekiroglu nur daneben. Trotzdem das 3:0 von 1860 München, zu diesem Zeitpunkt das Spiel eigentlich schon entschieden. Aber Trainer Birovka spürbar angesäuert, gerade die mangelnde Chancenverwertung. Beispiel hier gefällig, brachte ihn nachhaltig auf die Palme. Anders in der 57. Minute, trotz der 0:1 Niederlage am Sonntag gegen Uerdingen. 1860 weiter auf Kurs, zweite Runde. Das ist die Flanke von der linken Seite. In der Mitte steht in der Luft Markus Zierreis, sein drittes Tor des Tages. Bisher war in dieser Saison für ihn kein Vorbeikommen an Sturmduo Mölders und Grimaldi. Das ist hier und heute eine ganz, ganz dicke Bewerbung. Doch dass der Letztjahreszweite der Kreisliga 3 Ost keine schlechten Fußballer hat, zeigt sich hier. Alexander Mrowczynski mit dem Tor seines Lebens zum 4:1. Was für ein Hammer. Und das sagt der Torschütze höchstpersönlich zu seinem Traumtor. Es ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Ich habe auch bei dem Schuss nicht nachgedacht, angenommen, draufgehalten. Da denkst du einfach nicht groß nach. Das hast du im Gefühl und Gedanken machst du dir erstmal keine. Dass er dann reinfällt, noch geiler. Also danach halt Freude pur. Auch bei einem 4:1 noch so gefeiert zu werden, ist Weltklasse. Ein großer Moment für den kleinen Amateurfußball. Auf der anderen Seite wieder die 60er. Mit wem? Natürlich mit Markus Zierreis. Der schnürt heute sein Viererpack. Das ist alles Aufbausubstanz für das angeknackste Selbstbewusstsein. Zumindest Stand jetzt. Denn kurz vor Schluss diese Aktion. Er holt sich den Ball zurück, wird dann im Strafraum gelegt. Es gibt sofort Elfmeter und wir sehen in der Verlangsamung auch das zurecht. Zierreis selbstbewusst stapft zum Punkt. Lass das mal den Zierreis machen. 4 hat er schon gemacht. Macht er sein 5. Nein! Jakob Krütten darf nochmal einen Elfmeter halten. Eine kleine Lücke in der sonst gut gefüllten Bewerbungsmappe für Spielzeit in Liga 3 von einem heute überragenden Markus Zierreis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.